Filmsets sind wohl die perfekten Arbeitsplätze, wenn es darum geht, herumzualbern und Spaß zu haben. Gagreels haben uns gezeigt, dass es keine Rolle spielt, an was für einem Film die Schauspieler arbeiten. Ob es sich um eine billige Komödie oder ein mit einem Oscar ausgezeichnetes Epos handelt. Manchmal können die Schauspieler einfach nicht ernst bleiben, obwohl die Szene es erfordert. Liam Neeson hat definitiv besondere Fähigkeiten, aber im echten Leben ist es nicht Menschentöten, sondern das Schauspiel. In Filmen wie Schindlers Liste und Rob Roy zeigte Neeson, dass er ein ernstzunehmender Schauspieler ist, der seine Rolle ernst nimmt. Außerdem am Set von Das A-Team, der Film, wo ziemlich klar ist, dass Neesons spezielle Fähigkeiten nicht die Möglichkeit enthalten, die Worte Attack Choppers zu sagen. And his two attack chopper. Pike buys out every seat on the train and has two attack choppers. Der Oscar-Gewinner Philip Seymour Hoffman, die Oscar-Nominierten Joaquin Phoenix und Amy Adams sowie der Emmy-Gewinner Rami Malek steigen in den Aufzug. Es klingt wie die Vorlage für einen Witz, aber es ist nur ein weiterer Tag am Set von Paul Thomas Andersons The Master, ein ernster Film über ernste Dinge. Und dann... Es ist das Einzige, was man niemals tun sollte, besonders unter Oscar-Gewinnern. Aber immerhin, sie fanden es ziemlich lustig. Nun, alle außer Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix lacht nicht, wenn das Skript Joaquin Phoenix nicht zum Lachen auffordert. Die in Harvard ausgebildete Oscar-Preisträgerin Natalie Portman übernahm 2010 eine seltene Komödienrolle in der Parodie Johannes, Schwerter, Joints und scharfe Bräute, einem Film mit ziemlich lustigen Momenten. I don't want to think about that. But just say that we were moments late and he was able to get her cookies. Shut up. Portman gab in den albernen Dialogen des Films alles, aber es gab eine Zeile, bei der sie es wirklich schwer hatte. I know the feeling well. It's been burning in my beaver since the... It's been burning in my beaver. Zumindest hat sie es versucht. Daniel Day-Lewis hat 3 Oscars als bester Hauptdarsteller gewonnen, mehr als jeder andere in der Geschichte. Offensichtlich legt er viel Arbeit in seine Performance, so dass er auch dann in der Rolle bleibt, wenn die Kameras nicht laufen. Day-Lewis fällt nicht einmal zwischen den Takes aus der Rolle, und doch ist er hier, wie er bei There Will Be Blood mit dem Schauspieler, der seinen Sohn spielt, nach einem Take in Gelächter ausbricht. Tja, er ist auch nur ein Mensch. Man in Black, die Science-Fiction-Komödie von 1997, erzählt, wie Special Agents, die von Tommy Lee Jones und Will Smith gespielt werden, eine ganze Galaxie außerirdischer Kuriositäten treffen. Einer ihrer härtesten Feinde kommt in Form eines Mobs. Um Informationen zu erhalten, muss Jones, Agent K, den Mist aus ihm herausschütteln. Die Sache ist, dass es ein echter Hund war. So musste Tommy Lee Jones ihn wirklich schütteln und von ihm Informationen verlangen. Einem kleinen Hund in seinen Händen. Rosenberg said something about a galaxy on Orion's belt. What's he talking about, Frank? Beats me. Beats you. Es muss eine lustige Szene beim Drehen gewesen sein, denn selbst im letzten Schnitt kann man sehen, wie Tommy Lee Jones einmal lächelt, bevor der nächste Schnitt kommt. Einer der lustigsten Momente in Kubricks Kalter Kriegssatire von 1964, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte die Bombe zu lieben, ist, als der ehemalige Nazi-Wissenschaftler Dr. Seltsam, gespielt von dem unvergleichlichen Peter Sellers, mit seinem eigenen Arm kämpft. Combined with the spirit of bold curiosity for the adventure ahead. Obwohl Sellers nie aus der Rolle fällt, kann Peter Bull, der links neben ihm steht, sich während der verrückten Vorstellung nicht ganz zusammenreißen. Es ist aber wirklich nicht seine Schuld, oder? Die berüchtigte Line-Up-Sequenz in Die üblichen Verdächtigen hätte eigentlich viel ernster sein sollen. Leider spielte die Besetzung da nicht mit. Kevin Pollack zufolge konnten sie die Szene einfach nicht ernst nehmen. Und laut Gabriel Barney hat Benicio del Toro nicht aufgehört zu furzen. Schließlich gab Regisseur Bryan Singer auf, nahm ein paar verschiedene Takes und schraubte sie zusammen. Und eine klassische Szene war geboren.